Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge von unserem verlassenen Schwarzmarkt. Und das Erste, was ich jetzt hier in dieser Folge mache, ist, die bereits vorhandene Insel ein bisschen kleiner zu machen. Dafür entferne ich jetzt hier gerade den Wald. Der muss nämlich alles schön weg sein, sonst ist das nachher alles unter Wasser, der Wald. Das wollen wir ja nicht. Und als Nächstes muss natürlich auch noch das Terrain verschwinden. Das mache ich jetzt erstmal auf eine richtig schöne Ozeantiefe. Und beim Ufer habe ich das Ganze auch noch mal ein bisschen überarbeitet. An der einen Stelle konnte ich es nicht richtig absenken, weil ich da noch einen Jeep versenkt hatte, der halt nicht bei der Station stehen sollte. Den habe ich einfach dann ins Wasser geparkt. Wundert euch übrigens nicht, dass das hier so ein bisschen komisch aussieht. Das sieht gleich erst richtig aus, wenn ich das Spiel speichere und nochmal neu lade. Und ich muss halt auch mal ein bisschen aufpassen, dass ich nicht ganz an den Rand gehe. Weil einige Sachen stehen auch über den Rand hinaus. Da muss ich dann noch so ein bisschen Land einfach lassen. Aber das ist ja nicht weiter schlimm. Das meiste kann ich auf jeden Fall entfernen. Und jetzt seht ihr auch das Ergebnis. Ein wundervoller Ozean. Und ich glaube, man sieht jetzt immer mehr, in welche Richtung das dann gehen wird. Die Insel nimmt so langsam Form an. Die eine Seite ist schon mal fertig. Und jetzt geht es auch an das Land von der Insel. Da habe ich das Ganze jetzt schon mal von der Höhe ein bisschen angepasst und auch die provisorischen Sachen einmal entfernt, weil wir jetzt in diesem Bereich in der heutigen Folge bauen werden. Und deshalb führe ich jetzt auch hier den Weg weiter. Geplant war für diese Stelle der Mittelpunkt der Insel so ein bisschen, nämlich ein großer Marktplatz. Da hatte ich jetzt erstmal so eine Kreuzung gemacht. Die werde ich aber später wieder entfernen, das habe ich dann nochmal umgebaut. Deswegen habe ich hier auch den größten Teil rausgeschnitten, weil es halt eher irrelevant ist halt für uns. Aber ich wollte es euch trotzdem zeigen, zumindest so ein bisschen. Sonst würdet ihr euch halt wundern, wie ist das da hingekommen in der nächsten Sequenz und sowas. Aber jetzt habt ihr es wenigstens gesehen, ich habe hier dann eine Kreuzung gebaut. Und dann auf dem Weg zur Kreuzung hin wieder einige Gebäude platziert. Hauptsächlich habe ich immer das Personalzentrum und die Toilette verwendet. Ab und zu dann auch die Garage. Nach dem Gebäude kommt die Garage. Die seht ihr dann, also dieses Tourgebäude, genau das hier. Die eignen sich mit am besten meiner Meinung nach, weil die halt keinen Helikopterlandeplatz haben und auch keine Parkplätze und Fahrzeuge. Weil es halt immer ein bisschen störend, weil die Fahrzeuge dann überall rumstehen. Achso, das Gebäude kann man auch noch gut verwenden. Das ist das Eingangsgebäude. Das hat zwar einen Helikopterlandeplatz, aber dort ist kein Helikopter und der kommt auch nicht. Also das ist auch eigentlich relativ entspannt. Dann kann man dann einfach den Landeplatz zum Beispiel auch in ein anderes Gebäude versenken und dann sieht man halt gar nicht, dass dort ein Landeplatz eigentlich ist. Weil ich wollte halt auch nicht zu sehr übertreiben mit Helikopterlandeplätzen. Ich wollte die halt nur an bestimmten Spots haben. Und jetzt baue ich hier schon mal wieder das Wegenetz weiter. Musste halt immer schon so ein bisschen planen für die nächste Folge. Der Weg hier führt jetzt zum Beispiel auch in einen Bereich, den wir für diese Folge gar nicht mehr bebauen werden. Aber es ist halt immer schon von Vorteil, wenn man ungefähr weiß, in welche Richtung es gehen soll, damit man dort halt sich nichts verbaut. Und ich wollte hier auch schon mal wieder ein paar Höhenunterschiede einbauen. Deswegen sieht der Weg auch so komisch geschlängelt aus. Ihr werdet gleich verstehen, warum ich das gemacht habe. Jetzt senken wir das Ganze nämlich ab. Ungefähr auf Strandhöhe. Und der Weg, der soll sich halt dann so ein bisschen runterschlängeln. Wenn man dann so zwei kleine Klippen hat. So, ich denke, jetzt kann man es ganz gut sehen, was jetzt damit gemeint ist. Und warum ich das Ganze jetzt hier auf Strandhöhe abgesenkt habe, ist einfach, weil ich hier ja, die Insel nochmal so in zwei verschiedene Teile trennen wollte. Deswegen speichere und lade ich hier nochmal, damit Wasser entsteht. Und in der nächsten Folge bauen wir dann hier eine Brücke, die dann auf einen anderen Inselteil führen soll. Soll aber nur so ein ganz kleiner Wasserabschnitt sein, der sich so durch die Insel schlängelt quasi. Also ein bisschen kann man das, glaube ich, jetzt schon sehen, in welche Richtung das gehen soll. Aber jetzt kommen wir endlich zu dem Part,
der für die heutige Folge geplant ist. Es wird auch endlich die Kreuzung entfernt, von der ich vorhin gesprochen habe, also dass die wegkommt. Denn ihr habt sicherlich schon am Titel gesehen oder am Thumbnail, ich möchte hier gerne einen Marktplatz bauen, so ein bisschen inspiriert an den Film. Ihr kennt sicherlich die Szene, wo der Carnotaurus gegen den Allosaurus auf dem Marktplatz kämpft und die dann mit dem Motorrad langdüsen. Kleiner Spoiler, falls ihr es noch nicht gesehen habt, tut mir leid. Aber ich denke mal, im Trailer und so kann man das aussehen, deswegen ist das jetzt nicht so schlimm. Genau, und ich baue jetzt hier deswegen erstmal so eine Wegfläche, weil das so ein bisschen daran angelehnt sein soll. Allerdings baue ich das natürlich nicht nach. Es geht immer nur so ungefähr in die Richtung. Perfekt nachbauen kann man es eh nicht, weil einem da die Gebäude fehlen und auch so ein bisschen die Dekoration. Aber das Ganze ist ja sowieso so ein selbstgebautes Projekt, wo ich mich einfach ein bisschen dann von Filmszenen gerne inspirieren lasse. Hauptgebäude habe ich ein Hotel genommen und jetzt geht es wieder ganz viel los mit Toiletten und Personalzentren. Die kann man aber auch wirklich gut miteinander kombinieren. Es sieht halt nicht mal so schlimm wiederholt aus, wenn man die so dreht und ineinander platziert und sowas. Aber hier die Garage habe ich auch wieder verwendet. Sogar gleich zweimal. Und jetzt geht es wieder weiter mit Toiletten. Ich habe das übrigens immer ein bisschen abgesenkt, damit die graue Wegfläche im Boden verschwindet, weil die wollte ich hier nicht haben. Kann man halt auch ganz gut mit den Mods machen. Kann man wirklich gut miteinander kombinieren, die Gebäude. Es fällt halt gar nicht auf, dass die blöd ineinander platziert sind, weil die halt so zerstört sind. Dadurch ist es halt, das ergibt wirklich dann eine richtig schöne Stadt so ein bisschen, wenn man das so alles ineinander baut. Und auf die andere Seite kommen natürlich auch noch Gebäude. Auch wieder Personalzentren und Toiletten. Und hier habe ich dann auch mal nochmal so eine kleine Wegfläche gemacht, damit sie es ein bisschen unterscheidet. Und dann wieder weitergebaut mit den üblichen Gebäuden. Damit hier alles schön dicht ist und wir in der Mitte diesen großen Platz haben. Und dieser große Platz wird dann auch das nächste, in Anführungszeichen, Gehege. Also in dem Bereich werden sich dann die nächsten Saurier aufhalten. Ja, diese Flaggen habe ich auch gemacht, die hat man auch im Film gesehen. Da waren natürlich ein paar andere Flaggen. Aber ich habe mich hier für so Jurassic Park Flaggen entschieden. Eine davon habe ich auch so umgekippt gemacht. Es hat ein bisschen gedauert, aber dann war ich zufrieden. Die andere auch so ein bisschen umgeknickt. Und dann noch so ein bisschen Schutt darunter. Diese Schuttteile habe ich sowieso so ein bisschen verteilt überall. Damit das alles auch zerstört aussieht, der Boden. Und jetzt kommt ganz viel Dekoration. Da habe ich mich ordentlich ausgetobt. Wieder viele Käfige natürlich, weil es ein Schwarzmarkt ist. Und hier hatte ich die Idee, dass der Kran einfach mal umgekippt ist. Das kann man nämlich dann auch perfekt mit den Mauerelementen machen. Dann kann man es nämlich so aussehen lassen, als wenn der Kran da durch die Mauer geknallt ist und alles zerstört hat. Und dann auch den Boden so ein bisschen kaputt gemacht hat mit kleinen Steinchen. Jetzt habe ich hier auch noch ein kleines Stück weitergebaut zu dieser Kurve. Da kann man halt auch wirklich fast gar nichts falsch machen. Mit der Deko kann man sich mega austoben. Und dann wieder ganz viele Mauerstücke in den Boden. Und ich dachte mir noch so, ja, im Film ist der Platz relativ leer, da stehen so ein paar Sitzbänke und sowas. Aber bei mir ist es ja ein Schwarzmarkt, deswegen sollten da auch Dinosaurierkäfige stehen, weil halt gerade auch auf dem Hauptplatz so ein bisschen mit den Dinosauriern dann gehandelt wird. Deswegen habe ich hier ganz viele verschiedene Käfige noch platziert. Und dann hier bei den Atrociraptor-Käfigen den einen auch umgekippt und den anderen auch so komplett umgeworfen auf einen anderen Käfig,
Das ergibt auch Sinn. Es kann ja sein, dass dann einer der Dinosaurier da voll gegengerammt ist, die dann da später rumlaufen werden. Ach, und ich habe auch noch hier so ein Skelett mir geschnappt und im Boden versenkt. Und dann in den Käfig gelegt, so als kleines Easter Egg, Spinosaurus-Skelett. Jetzt noch ein paar Kisten. Und dann wieder ganz viel Schutt. Mit dem Schutt muss ich halt immer nur ein bisschen aufpassen, dass ich damit nicht die ganzen Laufwege für die Dinosaurier blockiere. Weil da können die halt auch nicht durchlaufen, wenn das so ganz bisschen nur im Boden versenkt ist. Dahinter habe ich dann nochmal einen Helikopterlandeplatz gemacht, weil das ja das Hauptgebäude ist. Da kann dann auch ruhig einer sein. Und dann haben wir so gut wie es geht alle Gebäude zerstört und wieder mehr Schutt auf den Boden. Natürlich auch immer ein sehr langwieriger Prozess, weil ich die immer versenken muss, drehen muss und dann an die richtige Stelle platzieren muss. Aber ich finde, es lohnt sich. Also später, wenn wir dann dort in Besucherperspektive durchlaufen, dann wird das, glaube ich, echt cool aussehen, wenn halt überall die Straße so ein bisschen zerstört ist. Ich hätte jetzt auch keine andere Idee, wie man den Weg und Straße richtig zerstört aussehen lassen könnte, ohne diese Schuttteile. Ich könnte natürlich so kleine Stücke weglassen und sowas, aber dann hat man halt immer so einen komischen Rand. Sieht halt auch nicht so gut aus. Das ist, glaube ich, das mit den versenkten Teilen eine bisschen schönere Lösung. Und jetzt bin ich hier gerade nochmal in dem Eingangsbereich. Da habe ich das Ganze auch nochmal ein bisschen angepasst. Weil der Bereich wird jetzt ja auch abgeschlossen. Den hatten wir ja schon in der ersten Folge angefangen und dann nicht weiter beachtet. Deswegen hat hier noch ein bisschen Deko gefehlt. Mit Deko meine ich natürlich ganz viel Schutt im Boden. Einfach überall. Und immer möglichst ein bisschen an den Rand gepackt. Weil auch hier sollen Dinosaurier dann rumlaufen. Es sollen auch später überall frei fliegende Flugsaurier noch sein, aber die, habe ich ja schon gesagt, lasse ich jetzt noch nicht frei, weil die mich sonst blockieren beim Bauen. Wenn die dann überall landen und dann kann ich da nicht vernünftig bauen. Das wollte ich halt nicht. Wobei mit den Mods würde das, glaube ich, gar nicht blockiert werden, ne? Aber wir machen es trotzdem am Ende. Das ist, glaube ich, dann cooler. Dann können wir die auch nochmal richtig vernünftig verteilen und schöne Screenshots und Aufnahmen und sowas machen. Als wenn die jetzt schon überall frei rumfliegen die ganze Zeit. Aber ihr seht schon, ich mache wirklich den Schutt überall hin. Aber es nimmt so langsam echt Form an. Also, das sieht schon ganz cool und zerstört aus. Der Schutt macht sich auch immer echt gut an bestimmten Objekten, wenn man das da so runter platziert. Jetzt noch wieder ganz viele käfige Kisten. Und wieder mehr Schutt. Wie sollte es auch anders sein? Wir können auch am Ende, glaube ich, mal gucken, wie viele Teile wir davon verbaut haben, von diesen kleinen Mauerstücken. Kann man, glaube ich, mittlerweile sich anzeigen lassen. Da bin ich dann echt gespannt. Noch ein paar Holzkisten, die hatte ich noch gar nicht verwendet. Und dann war dieser Teil auch soweit fertig. Sieht doch jetzt von oben schon echt ganz cool aus. Aber drumherum mussten wir natürlich auch noch die Klippen und Berge und sowas anpassen. Da dann noch ein paar mehr Büsche drauf und auch ein paar Felsen. Mit Felsen wollte ich auf jeden Fall nicht so sehr übertreiben, weil ich ja schon so viele andere Objekte benutze. Und auch auf der Rückseite von dem Marktplatz wollte ich dann einen Berg haben. Den habe ich dann wieder relativ ähnlich gemacht wie den Berg davor. Oben wieder ein paar Büsche drauf. Dann die Klippentexturen so ein bisschen miteinander vermengt. Auch und dann bin ich nach vorne zu dem Berg gegangen. Den hatte ich nämlich auch noch nicht fertig gemacht. Also langsam nimmt das echt alles Gestalt an. Ich freue mich dann schon später, wenn das fertig ist. Ich glaube, das wird richtig cool aussehen. Thank you.
Und jetzt hier wieder ein paar Felsen hin. Dann wieder ein bisschen mehr in den Boden versenkt meistens. Und Bäume habe ich wieder einzeln platziert, weil man die mit dem Pinseltuch nicht ganz so gut machen kann. Da habe ich auch wieder eher kleine Bäume verwendet. Und ihr könnt euch ja denken, welche zwei Saurier dorthin kommen. Aber erstmal zeige ich euch nochmal, wie ich die ablocke davon, diesen Marktplatz halt zu verlassen. Ich mache halt solche Mauern hier hin und versenke den Boden. Das habe ich hier schon gemacht. Und hier machen wir es jetzt hier nochmal gemeinsam. Einfach so, dann sieht man davon nichts. Und die können dort nicht mehr durchlaufen. Der erste ist gerade schon gelandet. Genauso habe ich mir das vorgestellt. Ich spule mal vor. Der Kano müsste nämlich auch gleich kommen. Dann haben wir so ein bisschen die Szene wie im Film. Den Kanotaurus-Skin liebe ich ja, ne? Der ist richtig cool. Ist halt wirklich gerade so ein bisschen Filmfeeling. So wollte ich es auch haben. Ich glaube, die können ja auch gut langlaufen. Da vorne ist noch der Spinosaurus drin. Skelett. Oh, ich wollte hier gerade die nächsten freilassen und man kann sich sogar die Bereiche anzeigen lassen. Also es scheint echt gut zu funktionieren mit den Mauern. Und hier ist es auch ziemlich perfekt. Wir können halt wirklich einmal im Kreis laufen. Nur bei denen ist es halt ein bisschen doof. Das kann ich nicht mal anzeigen lassen, anscheinend. Naja, so ist das. Aber ich versuche die jetzt mal hier zu landen. Hier sollen die nämlich hin. Das könnte, glaube ich, wieder schwierig werden. Da kommen sie alle angelaufen. Sind übrigens Listros und Oviraptoren. Die schicken wir jetzt schön in den Bereich. Sollte jetzt klappen. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen vergessen. Nee, sieht gut aus. Da laufen sie. Ist echt praktisch, dass wir die Shaken-Funktion haben, sonst hätte ich da echt ein Problem gehabt. Alle rein, los. Hey, du auch. Warum bleiben die draußen stehen? Ach, Leute. Warum mache ich das überhaupt mit Shaken? Ich bin eigentlich voll unnötig. Ich kann das doch einfach so machen. Das hätte ich ja schon die ganzen Folgen machen können. Oh mein Gott. Ist ja viel, viel einfacher. Oh Mann. Naja, so ist das. Das mit dem Schicken hat trotzdem Spaß gemacht. Ich bereue das nicht. So, jetzt sind die auf jeden Fall alle dort in dem Bereich. Ich möchte aber noch einmal checken, ob die jetzt hier irgendwie raus können. Zumindest, dass die hier nicht und sowas raus können. Zeigt leider den Bereich nicht an. Aber hier vorne scheinen die auf jeden Fall raus zu können. Ich denke mal, sonst können die nicht irgendwo hin. Das heißt, das einzige Stück, was ich zumachen müsste, wäre dann dieses Mauerstück. Oh nein, jetzt habe ich die Landschaft zerstört. Ich habe nicht darüber nachgedacht, dass das das Terrain absenkt. Ich glaube, das sollte jetzt schon blocken. Da bin ich mir ziemlich sicher. Glänzen wir hier nochmal schnell über. Und dann passt das eigentlich. Sehr schön. Jetzt fliegen wir mal da durch, was wir heute gebaut haben. Weil heute entfallen leider die Cinematic-Aufnahmen, weil sonst wird sich die Folge noch um den Tag verschieben. Das möchte ich nicht. Sonst kriege ich die nicht mehr fertig. Ich denke mal, so könnt ihr das auch ziemlich gut sehen. Wir haben sie jetzt noch nicht so richtig verteilt hier in dem Gebiet, aber es wird noch passieren. Wir haben hier halt den Lystro und die Oviraptoren. Alle natürlich mit den Dominion-Skins. Ich glaube, das sind 5 Oviraptoren und 4 Lystros oder 3. Aber echt winzig, ne? Sieht aber schon echt gut zerstört aus. Hier ist dann auch der Kran durchgebrochen. Dieses Zaunstück sieht voll realistisch aus, oder? Das kann man echt gut nachstellen. Und da hinten kommen wir dann auf den Marktplatz, wo schon der Allosaurus auf uns wartet.
die treffen sogar gleich aufeinander. Okay, gehen aneinander vorbei. Hallo und Kano. Hier ist das Hauptgebäude. Einige Fahnen sind hier umgekippt. Haben wir natürlich auch noch Käfige hier. Und das Spinosaurus-Skelett, was hier im Käfig liegt. Und von oben sieht der Marktplatz so aus. Aber bevor die Folge jetzt vorbei ist, eine andere Sache habe ich noch. Ich wollte euch nämlich nochmal einen anderen Spielfilter zeigen. Davon hatte ich ja letzte Folge schon gesprochen. Also sieht das Bild aktuell aus, merkt euch das mal. Ich finde aber auch noch den einen ganz gut. Also wir haben jetzt Jurassic World Mittelmeer. Ich finde noch den normalen Jurassic World Filter ganz gut. Der sieht so aus. Also der Farbunterschied ist auf jeden Fall deutlich, denke ich. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, welchen ihr besser findet. Ich finde, die sind beide irgendwie ganz cool. Der ist halt eher so in Richtung bläulich und der andere ist eher so Richtung gelblich. Aber mir ist eigentlich egal, mit welchen wir davon spielen. Ihr könnt es ja, wie gesagt, in die Kommentare schreiben und dann schaue ich mal, was so die Mehrheit von euch sagt. Aber Leute, jetzt will ich mich von euch verabschieden. Ich hoffe, die Folge hat euch Spaß gemacht. Falls ja, lasst ein Like da. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.